Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops und auch, welche Besonderheiten es am Gerät vielleicht gibt, was ihr beachten müsst, ob es Tipps und Tricks gibt, beim Öffnen des Gerätes zum Beispiel oder auch beim Ausbau von Komponenten. So, ich hoffe, das Video wird euch weiterhelfen und ihr merkt, dass es im Grunde genommen gar nicht so schwer ist, einen Laptop aufzumachen. Legen wir los. Okay, wir haben hier ein HP ProBook und zwar ein 450 G6 und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die Modellnummer findet. Aber zuallererst werden wir hier mal den Netzstecker ziehen und dann finden wir auf der Rückseite, meist echt schwer zu lesen, hier die Modellnummer. Und wie gesagt, das ist ein HP ProBook 450 G6. So, um das Laptop jetzt zu öffnen, müssen wir die Schrauben hier lösen. Ich blende euch das ein. Und ich benutze dafür ein Universalwerkzeugset. Sehr praktisch, das gibt es auch bei uns im Shop und ich verlinke euch das auch in der Beschreibung. Und als Aufsatz nehme ich hier einen Kreuzschraubendreher und zwar ein PH0. So, während ich hier im Schnelldurchlauf schon mal anfange, noch der Hinweis, dass alle Schrauben im Gehäuse bleiben, außer den beiden vorderen. Das heißt, man dreht sie einfach nur lose, bis sie so wie hier locker im Gehäuse sitzen und nur die beiden vorderen kommen ganz raus. So, wenn alle Schrauben gelöst sind, schauen wir mal, wo das Bottom Case mit dem Gerät verbunden ist, wo wir am besten rein können, um es dann zu lösen. Hier sehen wir auch noch mal eine der lockeren Schrauben und auch die Verbindungslinie ist gut zu sehen. Um das Gerät jetzt zu öffnen, nehme ich einen flachen, dünnen Metallgegenstand und versucht damit zwischen Gehäuse und Unterseite eine Öffnung zu schaffen und das so ein bisschen rauszuhebeln. Das knackt, wenn sich das Gehäuse dann löst. Das ist auch normal und da muss man ja zwar vorsichtig, aber trotzdem ein bisschen mit Mut und ein bisschen kräftig das Ganze ein bisschen aufhebeln und viel einfach mit Wackeln und Rütteln. Und ja, man sieht das hier auf der Seite nochmal ganz gut. Eine Öffnung schaffen und dann einfach ein bisschen hin und her bewegen, bis man dann die Gehäuseunterseite gelöst hat. So, ich mache das jetzt hier mal im Schnelldurchlauf fertig. Man arbeitet sich dann einfach einmal um das Gerät herum. Und wenn man es geschafft hat, kann man den Deckel abnehmen. So sieht der dann von innen aus. Und so sieht das Gerät von innen aus. Ich drehe das mal schnell rum. Ich mag es, wenn der Akku unten sitzt. Und wo wir gerade beim Akku sind, das ist dieses Teil hier. Und das ist in dem Fall jetzt hier auf das Mainboard aufgesteckt. Was können wir noch sehen? Wir sehen, hier sind die beiden RAM-Riegel unten drunter, von denen einer leer ist. Ja, dann haben wir hier den Lüfter und den Kühlkörper, der in dem Fall die CPU kühlt. Direkt daneben sitzt das WLAN-Modul mit den WLAN-Antennen und links davon haben wir das LTE-Modul. Ja, hier wäre noch Platz für eine 2,5 Zoll Festplatte mit einem ganz normalen SATA-Anschluss. Und hier, wo SSD steht, ist normalerweise eben, wie der Name schon sagt, die SSD drin. Die ist in dem Fall jetzt hier ausgebaut. Würde aber hier festgeschraubt werden und vorher da eingesteckt. Und ja, bevor wir jetzt irgendwas weiteres an dem Gerät machen, stellen wir erstmal sicher, dass da wirklich kein Strom mehr drauf ist. Und das machen wir, indem wir den Akku vom Mainboard lösen. In dem Fall gibt es keinen Stecker, sondern der gesamte Akku ist mit dem Mainboard verbunden. Das heißt, wir müssen diese Schrauben hier lösen. Ich mache das jetzt mal auch im Schnelldurchlauf. Ja, und dann können wir den Akku einfach mit der Hand seitlich hier vom Mainboard ziehen.
Direkt darunter sehen wir übrigens das Touchpad, was sich auch separat austauschen lässt. Und das ist hier mit diesem Kabel verbunden. An der Stelle auch der Hinweis, dieser Stecker ist relativ empfindlich. Da muss man ein bisschen aufpassen, das ist ein Kippstecker. Das heißt, man fasst leicht von unten und klappt den dann nach oben weg. Und dann kann man das Kabel hier rausziehen. Und wichtig auch beim Wiederverbinden einfach schauen, dass das Kabel wirklich bis zu dieser Linie hier im Stecker sitzt, bevor man ihn wieder umklappt. Gut, dann haben wir hier jetzt noch den RAM. Um den RAM zu tauschen, muss man nur diese beiden Klammern an der Seite nach außen ziehen und dann springt einem der RAM auch schon entgegen. Man kann den dann einfach rausziehen und umgekehrt einfach wieder genauso reinstecken und dann nach unten drücken, bis die beiden Klammern wieder einrasten. Um den Lüfter separat auszutauschen, muss man nur diese drei Schrauben hier lösen, wobei eine davon bereits vom Akku gehalten wurde und die andere im Moment gerade leer ist. Das heißt, ich löse diese Schraube hier und danach noch die Kabelverbindung zum Mainboard hier. Da die Kabel relativ dünn sind, würde ich empfehlen, nicht daran zu ziehen, sondern eher den Stecker seitlich hier zu fassen und dann mit ein bisschen Wackeln rauszuziehen. So, und wenn das alles erledigt ist, kann man den Lüfter einfach seitlich hier unter den Kühlleitungen hervorziehen, gegebenenfalls austauschen und dann in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen. So, was sehen wir noch? Wir sehen hier noch ein Slot für die SIM-Karte. Wie gesagt, es hat ein LTE-Modul. Und ansonsten lässt sich sagen, um an die Tastatur ranzukommen, muss man tatsächlich auch alles aus dem Gehäuse ausbauen, um die Tastatur dann zu tauschen. Dafür ist ein Display-Tausch ziemlich einfach, weil man nur den Frontrahmen lösen muss. Das heißt, man muss nicht die ganze Display-Einheit abbauen und kann das Display so relativ einfach tauschen. Gut, bevor wir jetzt das Gerät wieder schließen, bauen wir natürlich den Akku wieder ein. Das heißt, wir drücken ihn hier an der Steckverbindung auf die Platine und verschrauben ihn dann wieder. Ja, und dann können wir eigentlich auch schon wieder die Unterseite drauflegen und festdrücken. Und da kann man ruhig kräftig drücken. Das muss alles wieder richtig einrasten, dass es wirklich bündig am Gerät sitzt, wie man hier jetzt so sieht, also auch an den Seiten. Einfach alles richtig zudrücken. Und ja, dann müssen wir nur noch die Schrauben reinmachen und dann haben wir das erledigt. So, das war es auch schon wieder für dieses Modell. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen und ich wünsche euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.